Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Im letzten Part haben wir Z ein für alle Mal verbannt aus dem Finsterforst. Grünen Daumen hat geregelt. Er hat ehemals quasi das Schicksal in Hand genommen und hat sich dazu ehemals entschlossen, Z ein für alle Mal zu vertreiben. Und hat ehemals mit seinen Truppen ihn besiegen können. Wo er jetzt abgehauen ist, ob er jetzt in die Höllenarmee gegangen ist oder nicht, das wissen wir nicht. Eins weiß ich jedoch, dass wir auf jeden Fall mit der dritten Nebenmission weitermachen, bevor wir letzten Endes zu Akt 3 schreiten werden. Diese Mission nennt sich Neue Freunde. Kurz nach ihrer ersten Begegnung beschließen Nuru und Mercia, ihre Kräfte zu messen. Oh shit. Hey! Weißt du, unsere Speer haben eine Menge Informationen gesammelt. Zum Beispiel sollst du eine ziemlich gute Kämpferin sein. Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang trainiert. Als ich klein war, hatte ich immer Freude am Kämpfen. Aber das waren keine echten Kämpfe. Es stand nichts auf dem Spiel. Jetzt kämpfe ich nur noch, wenn meine königliche Pflicht es verlangt. Ich habe auch mein ganzes Leben lang trainiert. Ist doch nichts Falsches daran, wenn es einen Spaß macht, worin man gut ist. Das denken zumindest die Floraner. In meiner Heimat geht es ganz anders zu als bei euch. Da ist nichts mit kleinen Zinnmännchen auf Pferden. Hier jagen Monster, riesige Monster. Und eiserne Schwerter, ha, hier am Strahler. Man könnte dieses ganze Chaos ruckzuck mit einem einzigen Strahler in Ordnung bringen. Strahler? Du bist nicht von hier, oder? Nee, nicht so wichtig. Wie wär's mit einem kleinen Freundschaftskampf? Nur so zum Spaß. Klar, einfach sinnloses Truppen verschwenden. Warum nicht, ne? Brauchen wir zwar noch in zukünftigen Schlachten, aber einfach mal gegenseitig die Leute in die Hölle schicken. Warum nicht? Scheiß auf Menschenleben. Freundschaftskampf, ne? Sterben jetzt 1000 Soldaten, aber egal. Junge, es ist so dumm eigentlich. Ich verstehe sowas nicht, aber gut. Zum Spaß wie früher? Alles klar, mach dich auf etwas gefasst. Klasse, dann zeig ich mal, was du drauf hast, ne? So ein Mini-Battlefield. Hey. Aha. Ich pack dich nicht mit Samthandschuhen an. Nur weil wir befreundet sind. Keine Hemmungen, abgemacht. Siege Nuru. Erstmal eine Schlachtenanalyse. Also wir haben 2 Hunde. 3. Nee. 2 Infanterie, 1 Ritter. 2 Lanzenträger, die beisammen stehen sollten. Und ein Bogenschütze, den wir lieber nach hinten packen sollen. Die hat natürlich 2 Ritter. Oh Mann, ey. Die hat bessere Position auf jeden Fall. Fakt ist, was wollen wir hier tun? Ich denke, die Lanzenträger ja mal im Wald stellen. Und den Kammert vom Bogenschützen. Die wird auch im Wald gestellt. Tankt. Den Ritter machen wir hier erstmal hin. Den Hund, weiß nicht, was wir mit dem Hund machen. Ne, den Ritter stelle ich gleich im Wald. So auf tanken. Der Hund, keine Ahnung. Der ist useless. Sackt. Der sackt Balls. Und das ist so die Position, die ich einnehmen werde. Soll die auch kommen? Ich approache nicht. Cooler Track. Richtiges Dschungelfilm. Mhm. Ja. Der Ritter wird sich annähern. Um jeden Preis. Brauchen wir unseren Ritter auch in Reichweite. Lehnt sich zurück. Eigentlich ist das Mercia so richtig zerstückelt wird. Können wir nicht machen, Leute. Muss ich mich wieder zurückziehen. Speerträger hingegen, die ja gut gegen die Ritter, gegen die Kavallerie sind. Die sollten wir beisammen stellen. Machen wir es so. Das ist ein ganz gutes Play hier. Zu Ben. Greif Mercia an. Das kann mega viel Schaden machen, das ist in Ordnung. Macht es auch. Aber dafür verliert er eben halt die Kavallerie. Boah, verliert sie die Kavallerie. What?
Ich sollte vorsichtiger sein. Wie du meinst, vorsichtig ist nicht ganz mein Stil. Scheint mir eher von der Sorte zu sein, die sich kopfüber hineinstürzt. Du hast es richtig erfasst. Junge, einfach one-hitted. Dabei war ich doch im Wald. Komm schon. Boah, die Ritter sind so stark, Mann. Ich kann auch nichts machen, ne? Dafür one-hitten wir jetzt den Ritter. Ich sollte echt nicht leichtsinnig werden, wenn ich gegen eine Kriegerkönigin kämpfe. Kriegerkönigin? Ich bin eigentlich gar nicht. Hey, keine falsche Bescheidenheit. Ja. Okay. Das Ding ist, wir können den Hund zwar besiegen, aber dann kommen die blöden Lanzenträger. Das ist ein Pain in the Ass gerade. Können wir den Ritter besiegen oder auch nicht? Geht's doch nicht, ey. Na, der wird jetzt auf jeden Fall kommen, der scheiß Lanzentypi. Das ist in Ordnung. Ah, den Ritter können wir jetzt so besiegen. Wäre, glaube ich, schlauer gewesen, mehr für den zu finishen. Wegen der Gabe, aber jetzt ist egal. Jetzt ist passiert. Jetzt gibt's keinen Weg zurück, Leute. Warum macht die das? Die greift echt einfach nur an, ne? Hat 2 Schaden gemacht, verliert die Hunde fast komplett. Die sehen ja interessant aus, diese Hunde. Matschkläfer! Und die sind genauso schlau, wie sie aussehen. Alter, komm schon! Ich dachte Deckung 4, ey. Deckung bringt einen Scheiß, glaube ich, ey, manchmal. Ja, und ich kann nicht auf Berge drauf, ne? Ja, super. Naja. Das ist der Hund halt der Nächste. Wir müssen den Bogenschützen vernichten. Wie gehen wir es an? Was wir jetzt erstmal machen müssen, ist diese Lanzenträger da erstmal schädigen. Zack. Dann stellen wir den hier hin, damit wir hier diesen Angriffsbonus bekommen. Pass mal auf. Jetzt bekommen wir diesen Angriffsbonus, diesen Critical Hit. Zack. Richtig reingehauen. Nutzen wir die Hunde, um diese Hunde zu besiegen. Jetzt läuft's, Leute. Guck mal. Und jetzt können wir diese Bogenschützen richtig penetrieren. Die Lanzentypis, die machen wir so kaputt. Und tschüss, Mann. Gebern. Fuck. Die schlagen nochmal zurück. Ich hoffe nicht, dass die mich jetzt one-hitten kann. Denke ich nicht. Nee. Nope. Stürzt sie auf Kavallerie. Gar nicht mal so dumm. Puh, der Schaden, ne? Und das war's mit der Kavallerie. Tja. Unnützes Scharmützel. Es müssen halt Opfer gebracht werden im Krieg. Und jetzt werden gerade richtig viele Opfer gebracht. Aber ich denke, letzten Endes sitzen wir am längeren Hebel. Wir haben mehr Einheiten, wir haben die Gabe. Und die Bogenschützen ready. Kann sich sehen lassen, Leute. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir mit den Lanzenträgern hier angreifen. Ich würde die Hunde jetzt tatsächlich hier drauf jagen. Zack. Die Hunde schicken wir hier drauf. Und jetzt kommt der Oberburner, mein Play. Play des Jahrhunderts, Leute. Wir knallen die erstmal ab. Macht jetzt nicht allzu viel Damage. Ist klar. Aber jetzt kommt der Hammer. Greifen die an. Kriegen wahrscheinlich voll in die Fresse. Aber wir heilen die wieder. Und Mercy ja natürlich auch. Das ist so meine Trumpfkarte hier. Heilende Aura, let's go. Auch die Hunde, alle komplett wiederhergestellt. Perfekt, gerade bei so einer kleinen Map ist das eine super gute Fähigkeit. Hier noch nicht, ihren Groove. Weiß auch gar nicht, was ich kann, ne? Bin mal gespannt. Ja, die Hunde sind jetzt wahrscheinlich Geschichte. Ist ja klar. Was? Das ist doch eine Anspielung an Shrek. This is my swamp. Warum macht die das?
Ah, danke. Brauche ich keinen Zug dafür opfern. Ab diesem Punkt ist eigentlich klar, wer gewonnen hat. Guck mal, was macht die? Komm schon. So dumm kann man doch gar nicht sein. Oh Gott, diese Mission ist mega easy. Die einfach nur reingeht. Oh oh, die Gabel ist aber ready. Bisschen Schiss da vorne. Ich nicht weiß, was mich erwartet. Das ist das Problem. Schnapp sie dir. Fass. Braver Junge. Greif mal mit dem Mercer zuerst an, damit wir die ein bisschen schwächen. Take this. Oh ja, das hat richtig reingezwiebelt. Sehr schön. Das hat richtig viel Schaden gemacht. Ich glaube, das war's. Weil der Bogenschütze greift ja auch noch an. Damit haben wir's. Da ist er down. Ja, schön. Ist auch nicht mehr die mächtigste, ne? Und? Goodbye, Sir. Au! Das war's. Ich hab's geschafft. Puh, du hast es mir nicht gerade leicht gemacht, auch ohne Strahler. Nicht schlecht, ich bin echt beeindruckt, was du drauf hast. Wirklich? Ja, ich glaube, ich könnte sogar noch ein, zwei Sachen von dir lernen. Ich habe so lange trainiert, aber dieser Krieg mit Höllheim, ein echter Kampf, ist doch etwas ganz anderes. Ich hoffe nur, dass ich niemanden enttäusche. Hör mal, ich habe in meinem Leben schon einige wilde Kämpfe erlebt, aber dich würde ich auf keinen Fall zu Feinden haben wollen. Danke, Nu. Das bedeutet mir wirklich viel. Bist du im Finsterwald aufgewachsen? Hast du dort das Kämpfen gelernt? Nein, genau genommen habe ich mich in den Finsterwaldstamm erst vor kurzem angeschlossen. Wo kommst du also her? Das ist eine lange Geschichte. Dafür bräuchten wir ein Lagerfeuer und ein paar Marshmallows. Let's go. Klingt gut, aber jetzt sollten wir erstmal einmal weitergehen. Wenn die Pflicht ruft, unsere Hauptmission, das hier war nur nebensächlich. Dass dafür noch 3 Sterne gibt, das ist weird. Ich habe ziemlich viele Einheiten verloren, aber gut. Ja, Nuru können wir jetzt auch in der Arcade spielen. Wunderbar. Ja, Leute, mit Akt 3 beginnen wir im nächsten Part. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.